Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sudeki, meine lieben Tomodachis. Ich muss mal einmal ganz schnell was nachgucken, weil es mir gerade komisch vorkommt. Ne, okay, alles gut. Ich dachte, die Musik wäre vielleicht zu laut, weil die mir gerade im Startmenü ein bisschen laut vorkam. Ja, wie gesagt, willkommen zurück und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal hier in dem Dorf um. Ob ich auf den kleinen Strolch hier eingehe, weiß ich noch nicht. Wer bist du denn? Hallo? Welcome to New Brightwater. May the gods bless you. Okay. Mögen die Götter mit euch sein. Ja, mögen die Macht mit dir sein, Schwester. Okay, wer seid ihr? I'm the verger of the church. Look around if you want to. Okay, Küster. Was für eine Kirche ist das? We worship Tetsu. But the attendances are falling. Okay. Wer ist Tetsu? Ich hab Fragen. Ich will diese kunterbunte Welt hier verstehen. Voller komischer Tiermenschen, Menschen und Missgeburten. Irgendwelche neuen Gesichter im Dorf? Oh, the princess is staying in our small village. How lucky are we? Ja, gut. Dann auf Wiedersehen, Schwester. Kann ich die Schilder lesen? Nach oben, Stufen zum Friedhof, nach unten, Dorfplatz. Und sie geht zum Friedhof? Und wir kamen von da oben, wa? Ja, stimmt. Da habe ich ja mit den Hasenmenschen so gequatscht. Irgendwie mag ich diese Rollenspielwelt hier von Sudeki. Dieses kitschige, bunte und so. Irgendwie hat das was. Da hinten ist eine Brücke. Die Frage ist nur, ist das Deko oder kommt man da auch wirklich irgendwie hin? Vielleicht ja über die Brücke und dann... Natürlich gucken wir uns hier um, ist ja ganz klar. Ich kann Gräber überprüfen? Oder nur das eine Spezielle? Anscheinend nur das eine Spezielle. Derry Stapleton. Seine Leiche wurde nie gefunden. Welch wichtige Info für mich. Hamble Frinkson. Ich sagte doch, dass ich krank bin. Lebendig begraben, oder was? Cooney. Der Köhler. Das Leben ist hart und es stirbt sich leichter, als von einem Baumstamm zu fallen. Na dann. Keine Info. Okay. Okay, über die Brücke kommen wir von da hinten aus, wenn überhaupt. Springen kann man ja hier leider nicht. Und natürlich gucken wir uns hier um, das gehört halt zum Spiel dazu. Ja, ich habe die erste Session noch nicht geschnitten. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das Let's Play schneiden werde. Ich habe keine Ahnung, ob ich typische 20-Minuten-Folgen mache oder ob ich das irgendwie anders handhabe. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wie gesagt, es ist ein RPG. Es gehört dazu, dass wir hier rumlaufen, Sachen uns angucken und auch mit Leuten reden. Wenn das halt eine Folge ist, die nur das hergibt, dann ist das halt so. Aber normalerweise gebe ich ja wenigstens meinen Senf in irgendeiner Form dazu ab. Insofern entsteht ja trotzdem irgendwo ein eigenes Werk. Wie gesagt, mal gucken, wie ich schneide. Ich habe noch gar keine Ahnung. Noch gar keine Ahnung. Dann gucke ich mich halt mal eben so um. Ob das wohl der Bruder von dem Dude ist? Und warum sind Enten Menschenhändler? Ich will diese Welt verstehen. Aha, ich möchte einkaufen. Mal gucken, was die so haben. Ja. Heiltränke brauchen wir eigentlich auf jeden Fall. Heil 250. Stell 50 FP wieder her. Allerdings, ja, davon habe ich 6. Das habe ich noch nicht so wirklich gebraucht. FP waren Fertigkeitspunkte, weil Fertigkeitssalbe, ja, FP müssen dann ja irgendwie Smaragd-Elixier. Da
Davon haben wir auch zwei, genau. Flammenelixier, davon haben wir auch noch zwei. Magischer Zustand, Verlangsamung und macht den Benutzer bis zum Ende des Kampfes dagegen immun. Okay. Das, ich habe jetzt gerade auf die Schwerter geguckt, nicht wundern. Auf Sägeschwert und so weiter. Und auf die Preise, deswegen hatte ich gerade kurz nichts gesagt. Okay. Geistesnektar lässt Charaktere auferstehen und heilt 250 HP. Das ist eigentlich, das klingt nach etwas, was wir kaufen sollten eventuell. Aber bisher haben wir es auch so geschafft. Davon haben wir allerdings nicht mehr viel ein. Die kosten jetzt auch nicht die Welt. Ich weiß auch nicht, ob wir genug finden. Komm, ich gönne einfach mal 6. Sicherheitshalber. Ist halt ein bisschen blöd. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, man verdient gar nicht so leicht Geld, aber man kann ja auch Sachen verkaufen, ne? Das Sägeschwert und so, das sind ja Sachen, die hatten wir uns ja schon mal angeguckt. Im ersten Shop. Aha. Habt ihr nicht auch einen Laden in Illumina? I got shops all over the known universe, pal. I got a distinct advantage, see? I got an anthropomorphic navigation stone, which lets me travel through time and space as easy as heading south for the winter. It's supposed to be used for some spiritual mumbo-jumbo, but I saw the potential for making money with it. Interessant. Okay. Gee, thanks. Last of the... Okay, wissen wir da Bescheid. Also er ist es immer. Zumindest behauptet er das. Ja, der Junge, der würde uns rumführen, das wissen wir ja. Mit der hatten wir gesprochen. Was sagst du uns? This is a great place to be posted. Nothing but fresh air and silence. So, wer bist du? Greetings. I am Seisen Miko. Oh, it is pleasant to meet some new faces. Faces. Schöner Klunker da an der Kette. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Dementsprechend auch schöne Ohrringe und schöne Augen. Und ich meine ihre Augen, liebe Tomodachis. Nicht das, was ihr denkt eventuell, ihr Schweine. Okay, angenehm. I hope you stay at the Salty Dog Inn for a few days. The landlord there is very friendly. Very friendly. Was tut ihr da? I have some things to buy before we prepare supper at the inn. All the local seamen swear by the salty sea dog stew. Trouble is, that duck in the shop keeps upping the prices. Schweinerei, dass dieser Entenmensch immer die Preise erhöht. Aber diesen Pudel würde ich auch gerne mal probieren, diesen salzigen Pudel. Okay, was könnt ihr mir über das Dorf erzählen? Dancy has a daughter who lives in the castle. Apparently, she has brought the princess herself here. Okay. Na dann. Mach's gut, hübsche Frau. Können wir hier rein? Wir können. Gebäude betreten ist erstmal immer gut. Dorfkirche von New Brightwater. New Brightwater. Oh, oh, was ist das denn Schönes? Ich kann damit nicht interagieren. Eigentlich? Schade. Ist das ein Taufbecken? Das sieht eher aus wie etwas, wo man irgendwie sich reinwäscht, sich heilen kann. Whatever. Aber wer weiß, vielleicht kann man ja. Und warum hat man in Kirchen eigentlich grundsätzlich so Holzbänke? Das habe ich mich schon immer gefragt. Das ist doch... Gerade wenn man möchte, dass Leute kommen und so fucking unbequem. Ich meine, zu der alten, damaligen Zeit okay, aber ich meine, heutzutage? Nun. Und ja, die haben ja auch anscheinend sowas wie eine Art Bibel. Auf jeden Fall Glaubensbücher. So, eine dicke Orgel da im Hintergrund. So, wer bist du? Hey, old stranger. I always welcome new parishioners. Especially those willing to help the church financially. Financially.
will denen irgendwie kein Geld geben. Ich zahle auch keine Kirchensteuer. Ich glaube zwar, aber ich glaube jetzt nicht an eine spezifische Religion oder so. Also ich bin schon gläubig, aber wie gesagt nicht an eine spezifische Religion gebunden und ich zahle auch keine Kirchensteuern. Und ich weiß nicht, ob ich das hier in dem Spiel machen möchte. Eigentlich nicht. Ich muss Tränke und sowas kaufen. Was könnt ihr mir über diese Gemeinde erzählen? You refuse to make a donation and then expect me to indulge in parish gossip. I pray for your soul. Und du erwartest jetzt nach so einem Satz, wenn ich dich höflich was frage, dass ich dir jetzt noch Geld in den Rachen werfe? Nö. Das ist jetzt meine Rollenspielentscheidung. Nö. Nö. Einfach nö. Was konnte ich denn hier gerade untersuchen? Ich wünschte, ich hätte den Klavierunterricht nicht aufgegeben. Da kann ich noch irgendwas überprüfen. Okay. Die heiligen Schriften von Tetsu. Und du, Wichser, kriegst von mir kein Geld. Dann scheiße ich auf deine Infos erstmal. Außer ich brauche sie vielleicht doch. Dann komme ich zurück. Aber so eine Art und Weise. Ne. Einfach nur ne. Gesperrt, schade. Auf einem Schild steht: Haupteingang am Ufer benutzen. Achso, na dann. Wer bist du? When the skies go dark, my heart sinks, because I know there'll be more bloodshed. What sort of magic do they use that darkens our sun? Das ist eine gute Frage, Alex Frog. Warte mal, hier war doch gerade noch so ein Dude. Wo ist der Dude? Oh, guck mal. Ein dicker rosa Vogel. Obwohl, der ist wahrscheinlich eher weiß und der wirkt wahrscheinlich wegen der Lichtverhältnisse so, wie er wirkt. Oh, oder auch nicht. Da ist ein weiß. Obwohl, er könnte. I don't know. Auf jeden Fall kleine, hübsche, süße Birdies. Schönes, kleines Detail. So. Hey there, Squire Reddish at your service. Reddish. Was könnt ihr denn für mich well, tun? Well, I'm sort of unemployed. I used to work in the castle, but I hated the stress of city life. Okay. Ihr seht nicht aus, als wärt ihr von hier. I came from Illumina originally, but I've settled into country life. The calm, quiet days suit me. Okay. Was wisst ihr über die Anthropomorphen? Well, they're nice enough. Just a bit different. They keep to themselves mostly. But here they're having all sorts of trouble in Shadanimo. Shadanimo? Shadanimo, die haben hier auf jeden Fall lustige Namen immer, ey. Ja, dann auf Wiedersehen, ne? So. Eine Kiste mit frischem Brightwater Silberlachs. Dieser ist eine seltene Delikatesse, der selbst bei der bei den Gelagen des Adels serviert wird. So, hier sollten wir ja reinkommen, ist ja dann uferseitig. Gasthof zum salzigen Pudel. Ich will so einen salzigen Pudel. Boah, hallo. Welcome to the Salted Dog Inn. My name is Bunny Laughsaw, and I offer accommodations and advice to all visitors. Na, das klingt doch erstmal nett. Ja, wozu die Zimmer gut sind, weiß ich immer noch nicht. Wahrscheinlich, um dann die komplette Gruppe einmal zu heilen oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat das auch noch irgendwelche anderen Zwecke. Werden wir vielleicht noch herausfinden. Scheint ein freundliches Städtchen zu sein. It pays to be friendly to tourists. I'm not so keen on those animals at the top of the hill, though. They don't stay in my inn because they have their own tents. Mhm. Das ist Rassismus. Andererseits, die waren ja, also der eine Bärentyp, der war ja auch ein bisschen rassistisch. This is racism. Findet ihr Racism okay? Und wer bist du? Auf jeden Fall gönnt der sich. Apparently, the princess is staying at the big blue house in the center of town. Center of town. Danke, Galax.
Können wir Musik anmachen? Ein altes, verbeultes Grammophon. Ein Wunder, dass es noch funktioniert. Da hängt ein Fisch über dem Kamin. Das ist die andere Tür. Hört sich irgendwie immer an wie bei Resident Evil. Wenn das versperrt ist. So, Leuchtturmbild, hübsch. Ein Kettle vor dem Kamin. Boah. Okay, schick. Halt wie so eine, ja, typische Kneipe, ne? Wie ein Wirtshaus, bloß dass man hier halt auch pennen kann. Gut, dann gehe ich mal raus. Boah, die Kamera ist ja im wahrsten Sinne des Wortes gerade für den Arsch gewesen. Reptufalo-Haut. Ist die Frage, hatten wir schon mal die Reptufalo-Haut? Das ist übrigens falsch hier. Warte. Ja, drei Stück. Ja, okay, das war die. Ja, die Begrifflichkeiten habe ich mir noch nicht so eingeprägt. Hallo. Daisy has a royal guest staying with her, you know. Angler erinnern mich ja immer an Pokémon, ne? Eigentlich erwarte ich, dass die gegen mich einen Kampf wollen. Good morning to you. Me and the lads like nothing better than dangling our rods out to sea. Lieben wir das nicht alle, Bruder? Guck mein Stardew Valley Let's Play. Ganz viel Angeln. Angeln ist so grausam? Auf gar keinen Fall. Angeln ist das Geilste. Hier wird viel gejagt und gefischt. We all live off the land here. So there's a lot of work to be found, hunting and gathering. Some people will offer more than just money to a successful hunter. Ich finde sympathisch, dass er so ein vierblättriges Kleeblatt auf seiner Jacke hat. Angeln ist so grausam, finde ich halt überhaupt nicht. Darum wähle ich diese Option gerade auch nicht. Egal, was er da sagt. Oh, das Meer. So wunderschön. Boah, da kommt aber ganz schön Wärme raus, du. Also ich finde, das ist echt eine schöne RPG-Fantasy-Welt bislang. Shush, don't frighten the fish. Okay, Queek. Wer ist der beste Angler hier? These guys claim to be fishermen, but they're just tramps. Vagabunden. Ah ja. Ich persönlich kann Fischen ja nicht ausstehen. Das werde ich nicht sagen. Ich weigere mich. Auch wenn es zu unserem Charakter gehört. Ich will das irgendwie nicht. Was für Läden gibt es in der Gegend? We've got a few wee shops. The Blacksmiths and Chemo Supply Shop. But do I look like bloody tourist information, pal? I'm trying to fish. I'm trying to fish. Na dann, drei mal weiter. Rudi. So. Nichts gefunden. Und du so? It's a fine day for fishing. Tibor is the name. I'm the best fisherman in the village. Okay, Tibor. Ist dies ein Anglerclub? Yes. The Cabal is the name of our fishing club. But we're not seeking new members at the moment. It seems like every two-bit adventurer thinks they can handle a rod nowadays. Ja, gut. Fisch stinkt, das möchte ich nicht sagen. Okay, auf das Schiff können wir nicht, oder zumindest noch nicht. Ansonsten noch irgendwas Interessantes zu entdecken? Da ist oder war ein Höhleneingang. Und der Fels hier sieht auch sehr mystisch aus, der hier ins Wasser geht. Sieht eigentlich aus wie so eine Wurzel oder so. Überdimensional dicke. Okay.
Und du so? Hallo there. A fine morning for sailing. Fahrt ihr heute raus? Not today. It's gonna take me some time to repair my boats after the last storm. This one is almost done, but the boat over on the other side of the bay is gonna be a real challenge. Okay. Verdient ihr viel mit der Fischerei? Oh, hiring out boats and fishing isn't a bad living. If you get lucky though, new brightwater pearls are famous throughout Haskellia and bring in a good price too. Gut zu wissen. Ja, ansonsten hauen sie rein. Okidoki. Mit dir habe ich schon gequatscht, ne? Ja, blabla, Reddish. Mit dir hatten wir schon gesprochen. Die sehen halt alle so ein bisschen ähnlich aus, ne? Deswegen kann ich die persönlich schwer auseinanderhalten. Okay, wo gehen wir hin? Das ist das blaue Haus in der Mitte? Fragezeichen, wo wir hin sollen? Schätzungsweise. Ich würde aber erstmal weiter hier lang latschen. Erstmal in das Haus, wenn es geht. Gesperrt, na? Warte, was sagt er? Achso. Bin am Pier angeln. Okay.